Zum 80. Geburtstag verneigt sich die ganze Nation vor ihrem Lebenswerk. Frau Professor, mit der Bitte um ein bisschen Beethoven am Schluss, darf ich die Bitte verbinden, dass wir Ihnen diesen kleinen herbstlichen Nachgeburtstagsgruß schreiben dürfen? Die schönen Blumen, sie welken nur leider. Aber die Musik welkt nie. Noch immer versteht sich Elly Ney als Volkspianistin, reist unermüdlich durch die Republik. Im Auto erzählt sie von damals oder sie arbeitet an ihren Interpretationen. Gepackt war, das nächste Konzert war weit weg, dann kam sie ins Erzählen. Oder sie holte sich die Noten raus und machte immer Anzeichnungen in die Noten, ununterbrochen. Was ihr also am letzten Abend durch den Kopf gegangen ist beim Konzert, notierte sie am nächsten Tag irgendwas dazu. Als ihr Chauffeur wird Frithjof von Bodungen zu Elly Neys engstem Vertrauten. Er kauft ein Tonbandgerät, mit dem er ihre Konzerte aufnimmt. Es war für sie auch eine Chance, das war ja neu, dass man ein Konzert aufnehmen konnte und mit nach Hause nehmen konnte und abhören konnte. Am nächsten Tag wurde das im Auto abgehört und sie nahm auch wieder die Noten und machte lauter Anzeichen und sagte, das war nicht korrekt, das war gut. Wie besessen feilt Elly Ney mit Hilfe der Tonbänder weiter an ihrer Technik. Studios der Kolosseum-Schallplatten nimmt sie mit ihrem Mann Willem van Hoogstraten noch einmal die Beethoven-Klavierkonzerte und Klaviersonaten auf. Nach einem Konzert im März 1968 erleidet Elly Ney einen Schwächeanfall. Sie ist jetzt ans Bett gefesselt und dem Tode nahe. Doch eines Nachts will sie noch einmal aufbrechen zu einem Konzert. Wir haben sie aus dem Bett hochgenommen, zum Stehen gebracht. Sie das wollte und dann richtig mit Korsett, was es damals noch gab, und Konzertkleid, Abendkleid, angezogen. Und dann brach sie zusammen. Am 31. März 1968 stirbt Elly Ney im Alter von 85 Jahren. Ihre Familie und die Bürgermeister von Bonn und Tutzing begleiten sie auf ihrem letzten Weg. Die Bundeshauptstadt flaggt Halbmast, während die ganze Republik um ihre Volkspianistin trauert. Ihr Grab schmücken Kränze von Bundeskanzler Ludwig Erhard und Präsident Heinrich Lübcke.